Hi Laurent, schauen wir nochmal zurück auf das Spiel gegen Aue. Abseits vom nicht gegebenen Handelfmeter, was denkst du, hat gefehlt für einen Sieg? Ja, das ist immer schwer zu sagen. Ich glaube, uns hat vielleicht ein bisschen die Aggressivität gefehlt in den Zweikämpfen. Man weiß, wenn man in Aue spielt, dass man auf dem Punkt absolut präsent sein muss, denn Aue ist eine Mannschaft, die sehr körperbetont spielt, und das haben wir vielleicht ein bisschen vermissen lassen, waren vielleicht auch im Kopf nicht so frisch, nicht so handlungsschnell, aber wie gesagt, ich glaube, wir haben die Niederlage gut verarbeitet, analysiert und wir sind jetzt bereit für das nächste Heimspiel. Du kamst ja nach dem vierten Spieltag aus der niederländischen ersten Liga nach Mannheim. Wie ist der Wechsel eigentlich damals zustande gekommen? Ja, also der Wechsel ging eigentlich recht schnell über die Bühne. Damals habe ich mit meinem Verein gesprochen. Die haben mir dann auch mitgeteilt, dass die weniger auf mich setzen werden für die Saison. Und das war natürlich ein Szenario, was ich vermeiden wollte. Habe mich dann sehr schnell mit Mannheim, als die Offerte auf den Tisch kam, an den Tisch gesetzt und darüber geredet. Ich hatte echt das Gespür und das Gefühl, dass der Verein mich wirklich will. Das war was mich sehr beeindruckt hat. Der Trainer hat mich auch selbst angerufen und mit mir persönlich gesprochen. Das sind alles Sachen, die mich natürlich sehr positiv gestimmt haben. Dann habe ich mich auch bei Maurice, der hier auch länger gespielt hat, informiert, wie das Umfeld ist, wie der Verein ist. Und ich habe eigentlich nur positive Sachen gehört von den Fans, von dem ganzen Verein. Und dann war meine Entscheidung relativ schnell gefallen, da ich auch eh wieder mal in Deutschland spielen wollte. Ich hatte sehr gute Erfahrungen in Paderborn und die deutsche Fußballkultur, die gefällt mir sehr, und deshalb kam der Wechsel auch schnell zustande. Du hast dich ja auch sehr schnell in der Verteidigung etabliert, hast jetzt 18 Spiele gemacht, 18 Mal in der Startelf gestanden. Wer oder was hat dir eigentlich dabei geholfen, dich so schnell hier wohlzufühlen und zu etablieren? Ja, eigentlich alles. Von den Spielern bis zum Trainerteam, bis zu den Angestellten. Ich glaube, ich habe mich vom ersten Tag sehr, sehr wohl gefühlt. Und das ist was im Fußball sehr wichtig ist. Wenn man sich wohl fühlt, dann kann man auch die beste Leistung auf den Platz bringen. Und das war von dem ersten Tag an so. Viele Spieler sind auf mich zugekommen, haben mir sehr viel geholfen. Denn man muss sagen, ich hatte nur eine Trainingseinheit und musste dann am nächsten Tag sofort ran. Und das ist nicht immer sehr einfach. Aber das ganze Trainerteam, wie gesagt, und die Spieler haben mir da sehr, sehr viel Arbeit abgenommen. Ja. Und du bist ja neben Waldhof-Spieler auch noch Kapitän der luxemburgischen Nationalmannschaft. Im März stehen ja wieder EM-Qualifikationsspiele an. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, sein Heimatland da als Kapitän auf den Platz führen zu dürfen? Ja, eigentlich stolz ist das richtige Wort. Ich bin sehr, sehr stolz und sehr froh, das machen zu dürfen. Das ist was, als Kind hat man davon geträumt, für sein Land aufzulaufen. Die Möglichkeit habe ich. Und jetzt, nach einigen Jahren, wurde ich dann auch Kapitän der Nationalmannschaft. Das ist was ich sehr gerne mache. Und wie gesagt, haben wir auch super Spiele immer. Wir können uns mit den besten Spielern der Welt messen, ob das jetzt gegen Ronaldo mit Portugal ist oder andere Länder, wo schon gegen Frankreich mit Mbappé oder Robben gegen Holland. Das sind alle Spiele natürlich, wo man sich weiterentwickelt, wo man sich gegen die besten Spieler der Welt messen darf. Und das ist kann ich nur jedem Spieler empfehlen, mal sowas zu erleben. Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon mal viel Erfolg mit Luxemburg. Jetzt noch die letzte Frage. Du hast zwar nicht mitgespielt bei der 2-6-Niederlage gegen Meppen im Hinspiel, aber trotzdem kannst du vielleicht sagen, worauf es jetzt ankommen wird gegen Meppen. Die haben jetzt auch ihr letztes Spiel gewonnen. Worauf denkst du, kommt es an am Samstag? Ja, also in erster Linie, glaube ich, darf man den Gegner ganz klar nicht unterschätzen. Man sieht es immer wieder in dieser Liga, dass jeder gegen schlagen kann. Und auch Meppen jetzt, wenn man die Saison schaut, ich glaube, die haben schon gegen sehr gute Gegner gepunktet, wie Elversberg, Saarbrücken, Dresden oder wie jetzt auch ganz rezent gegen 1860 München. Das heißt, das ist eine Mannschaft, die auch momentan in einer positiven Spirale ist. Ich glaube, die haben jetzt 3 Spiele nicht mehr verloren. Ja. Aber ganz klar ist unser Ziel natürlich, vor der Heimkulisse 3 Punkte einzufahren. Das ist ganz sicher. Aber natürlich wissen wir, was auf uns zukommt und dass wir den Gegner nicht unterschätzen dürfen. Ja. Dann danke ich dir für deine Zeit und viel Erfolg am Samstag. Vielen Dank.